Der zweite Wahlgang war für die meisten Gäste bei der Stimmenauszählung keine Überraschung. Kurz vor 19.30 Uhr stand es dann auch offiziell fest. Keiner der Kandidaten kam auf Anhieb über 50%. Die meisten Stimmen für sich verbuchen konnte Amtsinhaber Stefan Skóra von der CDU. Er erreichte 37,6%. Platz 2 mit 20,6% ging an Dirk Nastala von der Freien Wählervereinigung Stadt Zukunft Hoyerswerda. Dicht gefolgt mit 20,3% von Ralf Büchner für die Linkspartei. Absolut trennen beide Bewerber übrigens nur 36 Stimmen. Die unabhängige Kandidatin Katrin Kiefel erreichte 12,8%, Marita Albrecht von der SPD 8,7%. Das Fazit der Kandidaten zum Wahlergebnis. Also ich bin mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden, weil die Mehrheit der Wahlbeteiligten und Wählerinnen und Wähler mich gewählt hat. Ich bin Sieger des ersten Wahlganges und die Arbeit der letzten 7 Jahre wurde damit honoriert. Und das finde ich sehr gut. Und jetzt, wenn wir noch ein bisschen Kraft reinstecken, das ist im zweiten Wahlgang am 22. dann endgültig sagen wir, die Bestätigung der Arbeit der letzten 7 Jahre auch erfolgen kann. Also ich denke, wir können uns darüber freuen, dass wir diesen Achtungserfolg erzielt haben als Freie Wähler. Und ich persönlich, der ich hier als derjenige angetreten bin für die Wahl. Und möglicherweise haben wir sogar die Chance, die Wahl am Ende auch zu gewinnen. Also ich setze ganz weiter stark darauf und ich werde mich im Wahlkampf weiter bemühen, die Bürger unserer Stadt zu überzeugen, dass wir die Veränderungen, die wir uns erhoffen, dass wir besser vorankommen im Seenland und auch in der Zusammenarbeit mit Schwarze Pumpe, dass wir tatsächlich die wirtschaftlichen Grundlagen für Perspektiven unserer Stadt wieder neu entwickeln können und voranbringen können, dass wir das wirklich anfangen können und nicht nochmals 7 Jahre warten müssen. Ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben als PDS Linke 8% zugelegt. Was mich ganz doll bedrückt, ist die Wahlbeteiligung von knapp 38%. Ich möchte gerne, dass bei der nächsten Wahl die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen. Und der letzte Punkt, den ich noch sagen möchte, ist, mit 38% ist der Oberbürgermeister nicht bestätigt worden. Das heißt also, der Rest der Wählerinnen und Wähler ist nicht einverstanden mit der Politik. Das sollte sich vielleicht im zweiten Wahlgang auch niederschlagen. Ja, ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass ich ein so gutes Ergebnis erzielt habe, dass ich ein zweistelliges Ergebnis erzielt habe und ich denke, dass es ein Achtungserfolg ist für diese Stadt. Mein persönliches Fazit, jetzt denken, ich bin traurig. Nein, ich bin nicht traurig. Ich persönlich habe gewonnen, auch wenn ich verloren habe. Ich konnte eigentlich nicht verlieren. Ich bin das erste Mal angetreten als Oberbürgermeisterkandidatin. Jeder Bürger hat sein Recht wahrgenommen, wählen zu gehen, also das heißt 38%. Diese 38% haben entschieden und ich werde damit leben können. Zur Bundestagswahl am 22. September sind nun alle 31.000 Wahlberechtigten in Hoyerswerda erneut aufgerufen, einen OB zu küren. Die Bewerbungsfrist läuft übrigens bis zum Mittwoch. Während der Bewerbungsfrist bis zum 4. September kann man seine Bewerbung zurücknehmen. Oder es können auch völlig neue Bewerber sich vorschlagen lassen. Stefan Skóra, Dirk Nastala und Ralf Büchner haben ihre erneute Kandidatur bereits am Sonntag bekannt gegeben. Marita Albrecht wird zurückziehen und Katrin Kiefel bis zum Mittwoch noch entscheiden.